Ich bin hier auf dem Römersteig hoch über Trittenheim an der schönen Mosel. Ich warte auf Sebastian und seine Frau Sandra mit insgesamt 7 Hunden. Und auf dieses Rudel freue ich mich jetzt. Mir noch mal erzählen, wie seid ihr denn an 7 Hunde gekommen? Die habt ihr doch nicht auf einmal geholt. Wie ich bei Wettkonzept angefangen habe zu arbeiten, dann hatte ich einen Hund und bin dann durch eine Kundin auf den Tierschutz eben aufmerksam gemacht worden und habe dann so meinen zweiten Hund bekommen und bin dann im Tierschutz tätig geworden. Und so kam dann ein Hund nach dem anderen irgendwie dazu. Ja, als wir uns kennengelernt haben, waren es nur 2. Jetzt sind es 7. Welche 2 haben bei euch zuerst gelebt? Meine erste Hündin ist gestorben vor 3 Jahren und dann kam die Kara. Dann ist Wilma gekommen, dann ist Piwi gekommen, dann ist die Lilly, das ist ein Scheidungshund, die ist dazugekommen. Dann ist Sam dazugekommen und dann die Leni und jetzt zum Schluss die Mandy. Ja, jetzt habt ihr 7 verschiedene Hunde, 7 verschiedene Charaktere. Wenn du mit denen unterwegs bist, wie läuft's denn da? Das klappt eigentlich ganz gut, aber man muss natürlich schon darauf achten, ist irgendwo ein Hase oder ein Reh oder irgendwas. Deswegen gehe ich am liebsten auf weiten Flächen, wo man eben vorausschauend gehen kann. Weil sonst ist das eigentlich mehr Arbeit oder mehr Aufpassen als entspannt spazieren gehen. Was passiert, wenn dir da so ein Hase über den Weg läuft? Wenn einer das ortet, dann sind die anderen natürlich dann auch erstmal dabei. Also die sind jetzt noch nicht großartig weggelaufen. Ich konnte bis jetzt Gott sei Dank immer vorher eingreifen. Ja, das ist mir schon wichtig. Ja, indem ich die dann eben abrufe und dann direkt die Leine. Ich lasse die meistens an der Schleppleine laufen. Okay. Dann habe ich die einfach schneller im Griff. Ja, gut, die werden immer regelmäßig abgerufen. Also weil sie ein bisschen weiter weg sind, dann alle wieder einzeln zurück. Genau. Reißt die nicht ab, so von wegen, sei mal Hund, mach nein, mal, sondern nein. Du beschäftigst dich. Nee, das können die auf dem eingezäunten Grundstück machen. Da können sie turnen und machen, wie sie möchten. Wenn wir spazieren gehen, dann rufe ich die immer wieder mal und dann kommt dann einer, dann wird er wieder weggeschickt oder muss mal bei Fuß laufen. Also es muss immer irgendwie, wir sind immer im Kontakt. So, jetzt habt ihr mir ja viel erzählt. Ich habe über die Hunde einiges erfahren können. Jetzt würde ich die gerne so ein bisschen in Aktion erleben. Du hast mir hier von der tollen Wiese erzählt und da würde ich gerne mal sehen, wie das so aussieht, wenn ihr unterwegs seid. Dann lass uns doch mal dorthin spazieren. Ja. Auf dem Spaziergang zu unserer Hundewiese kann sich Dirk einen ersten Eindruck vom Schlatterrudel machen. So, ich habe ja vorhin schon gesehen, so ein bisschen, wo deine Probleme liegen. Was mir aufgefallen ist, du hast gleich zu Anfang Lilly und Leni war's, glaube ich, direkt zurückgerufen. Die sind hier scheinbar zu weit vorn gelaufen. Ne? Und ich habe gemerkt, da war so ein bisschen Sorge. Kommt der Hund, kommt der nicht? Wir machen jetzt mal Folgendes. Du wirst jetzt gleich mal Lilly, Leni, egal da hinten, freundlich mit dem Namen ansprechen, so begeisternd. Und wenn der Hund schaut, gehen wir in die Hocke und laden den Hund ein. Kommt der Hund, streichelst du. Mhm. Einmal nur den Namen, sonst nichts. Okay. Versuch mal. Leni! Und in die Hocke. Wir sind in die Hocke gegangen. Das kennt der Hund aus seinem Welpenalter. Als der Hund klein war, ist jeder Mensch in die Hocke und hat ihn gepuschelt. Kuscheln, streicheln, Serotonin. Der Hund hat ein richtig tolles Gefühl, wenn du das tust. Und deswegen kommt dein Hund zu dir, wenn du in der Hocke bist. Beim Spaziergang ist mir aufgefallen, dass du besorgt warst, als dein Hund Richtung Passanten gelaufen ist. Du willst da anständig sein, willst auch keinen verängstigen und hättest deinen Hund dann lieber bei dir. Was du da machen kannst, wäre zum Beispiel den Hund darauf trainieren, dass er sich aus der Entfernung heraus auch hinsetzt, indem du den Hund mit einem Sitz ansprichst und den Arm dabei hebst, dass der Hund also diese Körpersprache von dir auch auf größere Entfernung sieht. Ja. Und das würde ich mit dir jetzt gerne mal ausprobieren. Ja, und das machen wir so, dass du vielleicht gleich da vorne hingehst. Ja. Ich lasse den Hund hier stehen, habe die Leine dran, um dir helfen zu können. Ich stehe dann hinterm Hund. Dann sprichst du den Hund an mit Namen, es sei denn, der guckt dich schon an. Ja. Sagst Sam und wenn er guckt, sagst du Sitz und hebst den Arm so hoch und wartest mal ab, was er macht. Mhm. Sollte er sich nicht setzen, gebe ich von hinten so einen kleinen Impuls über die Leine. Und es könnte auch sein, dass du das Sitz nochmal wiederholen musst. Sitzt der Hund, gehst du auf den sitzenden Hund zu und wirst ihn streicheln, aber nicht so, ja, fein gemacht, weil dann springt er hoch. Ja. Mach ganz in Ruhe, feiner Hund, alles ganz in Ruhe. Wir versuchen das mal. Ja. Sprech ihn mal an mit dem Sitz. Sam?
Sitz. Jawohl. Und jetzt gehst du langsam zu ihm hin, ganz in Ruhe, und streichelst den sitzenden Hund. Steht er auf, korrigierst du einen Sitz. Okay. Jetzt sag mal zu ihm, komm, geh 2, 3 Schritte hier rüber. Sag, komm, nimm ihn mit. So, und jetzt biegst du wieder ab, gehst zurück auf deinen Platz. So, den Namen brauchst du ja gar nicht, wie ich sehe. Ne? Der fixiert dich schon. Frauchen, was soll ich tun? Und jetzt mal spontan wieder das S-Wort und den Arm heben. Sitz. Geh hin und lob ihn. So, normalerweise, wenn die Leine jetzt nicht dran wäre, würde der wahrscheinlich zu dir gelaufen kommen. Frauchen, was ist denn los? Ja. Und dann würdest du ihm noch mal Sitz sagen, dann sitzt er bei dir. Mhm. Wir wollen aber, dass er sich dahin setzt, wo er gerade ist. Ja. Ja? So, das waren jetzt nur 3 Meter, aber das hat ja im Ansatz schon sehr gut geklappt. Und da gehst du jetzt her, arbeitest mit der Schleppleine. Sebastian wird dein Helfer sein, der den Hund hält, oder vielleicht eine fremde Person, sollte der Hund ständig zu ihm laufen. Aber da musst du schauen, dass du dich jetzt mehr und mehr auf Entfernung bringst. Immer schön den Arm nach oben, weil der Hund natürlich aus 50 Meter Entfernung nicht den Finger sieht, den du für Sitz einsetzt. Heb den Arm weit nach oben und sag dann dieses Sitz. Sitzt der Hund, wie wir es gemacht haben, auf ihn zu, loben. Mhm. Ja? Dann sollten wir uns vielleicht noch mal darüber unterhalten, wie wir denn jetzt die Namen der Hunde einsetzen. Ja. Ne? Ich habe rausgehört, dass, wenn du so ein bisschen besorgt bist, dass der Name schon mal so ein bisschen unsicher ausgesprochen wird, reagiert der Hund überhaupt jetzt oder nicht, dann auch schon mal ein bisschen mit Druck, dann wirst du streng, weil, oh, der Hund wird... So. Und da musst du natürlich schauen, dass du den Namen, diesen Laut, immer begeisternd aussprichst, sodass die Hunde wissen, Frauchen ist gerade richtig gut drauf, da gucke ich jetzt mal hin, was die von mir möchte. Niemals den Namen streng aussprechen, niemals mit dem Namen drohen. Das bleibt ein positiver Laut, den musst du pflegen. Für so fiese Dinger, die der Hund nicht machen soll, hast du ein Nein und ein Aus. Diese beiden Hörzeichen solltest du auch ohne den Namen geben, denn sagst du das Aus mit dem Namen, entschärfst du das Hörzeichen oder der Name leidet, weil du positiv und negativ zusammenbringst. Mhm. Den Namen brauchst du, wenn der Hund aufmerksam sein soll. Der Hund steht, schaut in diese Richtung, dann sagst du den Namen, der Hund guckt und dann sagst du dem Hund, was du von ihm möchtest. Mhm. Wir gehen mal in die Hocke und dann versuch doch mal, da hinten steht ein Yorkshire, der kommt schon an, genau. So, schau mal, da ist der Name und dann puschelst du mal dran rum. Dann haben wir da hinten noch einen Hund liegen, versuch mal freundlich den Namen. Lilly! Schau, da kommt sie. Ne? So, und puscheln, wenn sie da ist. Feine! Ja! So, und da lohnt es sich doch, nach Frauchen zu kommen. Ich versuch da nochmal. Leni! Fang an zu loben. Feine! Super! Da war das Kommen. Ja, okay. So, wir haben dem Hund ja jetzt nur vermittelt, wenn du auf diesen Laut reagierst und dich mir näherst, wird es auf jeden Fall toll. So, jetzt haben wir heute ein bisschen trainiert. Ich habe euch einiges gezeigt. Was nehmt ihr denn jetzt von diesem Tag mit? Ich habe sehr viele schöne Sachen erlebt. Also die Hunde sind ganz anders auf mich zugekommen. Ich habe das Gefühl, dass ich auch viel entspannter mit den Hunden umgehen kann. Ja, also ich fand es ganz toll. Also ich habe jetzt schon eine Verbesserung gemerkt. Ja, ich fand es super toll. Du hast uns Tipps gegeben, die man einfach auch direkt anwenden kann. Das ist, glaube ich, auch super wichtig, dass man direkt den Erfolg auch selbst sieht, dann hat man Spaß daran und ich hoffe, dass wir auch wirklich dranbleiben, denn das ist bei 7 Hunden wirklich viel Arbeit. Ja. Ihr müsst es pflegen, aber wenn ihr mich braucht, ruf an, komme ich gerne nochmal rum. Super, gut, freuen wir uns. Und was fütterst du? Mehr Infos bei Ihrem Tierarzt oder bei vetconcept.de.